Und Ziel ist es dabei, dass wir unseren Staat weiterhin aktiv vor Extremismus und Terrorismus sichern und schützen. Und ich erinnere an die Worte unseres Bundesinnenministers Thomas de Maizière: keine Maßnahme ohne Kenntnis. Kenntnis, meine Damen und Herren, erlange ich nur durch Vorfeldaufklärung. Und im Freistaat Thüringen schickt sich die Linke an, gemeinsam mit einer unheiligen Allianz aus SPD und Grünen diese Vorfeldaufklärung abzuschaffen. Mich schockiert es heute, in den Medien lesen zu müssen, dass Rot-Rot-Grün in Thüringen die V-Leute abschaffen will und somit eine effektive Extremismusbekämpfung verhindert. Mich schockiert, dass dieses Bündnis statt Staatswohl zu fördern nunmehr das Staatswohl gefährdet. Nein. In Thüringen wird das Gegenteil von dem gemacht, was der NSU-Untersuchungsausschuss hier im Bundestag empfohlen hat. Und ich kann die Kollegen von SPD und Grünen nur noch mal eindringlich vor einem solchen Bündnis warnen. Und liebe Grüne, unter dem Blickwinkel relativiert sich auch Ihr Antrag, den Sie heute vorlegen. Der Herr Kollege Schipanski, ich bedauere es außerordentlich, dass Sie den Konsens der 5 Fraktionen der 17. Wahlperiode des Deutschen Bundestages hiermit heute aufgekündigt haben, diese schreckliche Mordserie parteipolitisch nicht zu missbrauchen. Es war ein Konsens und der war auch prägend für die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses, dass es uns hier einheitlich darum geht, auch ich musste mich manchmal zurückhalten, dass es uns einheitlich darum geht, das aufzuklären und alles zu tun, dass sowas nie wieder passiert. 2 Jahre lang haben wir das durchgehalten. Bis heute. Und Sie stellen sich heute hier in den Deutschen Bundestag hin und nutzen für ganz, ganz billige parteipolitische Profilierung oder Versuch der Profilierung dieses Thema hier, weil Sie mit der möglichen Koalition in Thüringen Probleme haben, nun diese Mordserie, um damit Wasser auf Ihre Mühlen der Partei zu bringen. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Und ich meine, Sie sollten sich in Ihrer Erwiderung jetzt dafür entschuldigen und das zurücknehmen und den Konsens bei der Aufarbeitung und Verhinderung solcher Verbrechen wieder, jedenfalls versuchen, wiederherzustellen. Herr Kollege Schipanski, Sie haben das Wort. Also Kollege Ströbele, einen Konsens hat hier heute überhaupt niemand aufgekündigt. Ich habe darauf verwiesen, dass wir einen Konsens haben. Wir haben hier einvernehmlich diese Handlungsempfehlungen beschlossen. Und wenn jetzt ein Bundesland aus diesem Konsens ausbricht und etwas macht, was absolut eben nicht in diesen Handlungsempfehlungen drin steht, dann wird man darauf wohl hinweisen dürfen, ohne hier behaupten zu müssen, es würde von einem Konsens irgendwie aufgekündigt. Nein, ich will Ihnen das so sagen, wie das ist. So. Und wenn die SPD und Grüne das da in Thüringen unterstützen, V-Leute abzuschaffen, dann ist etwas völlig anderes als das, was wir hier beschlossen haben. Darauf habe ich zu Recht hingewiesen. Und das bin ich nicht nur alleine, der mir da Sorgen macht. Am 9. November waren 4.000 Leute in Erfurt auf dem Domplatz mit Kerzen und haben darauf hingewiesen, was da passiert. In diesem Sinne, schauen Sie jetzt auf die nächste Debatte. Es geht um die Rehabilitierung politisch Verfolgter in der DDR. Da können Sie sich gerne dazu äußern.